Hier spricht Ustra, willkommen zu einer verspäteten Folge Pokémon Soul Silver. Warum ich das weiß? Naja, es ist 18 Uhr und man könnte sagen, ich bin gerade live mit Pokémon. Bin ich aber nicht, denn ihr werdet das ja später sehen. Ja, es war ein anstrengender Tag und ich hatte es irgendwie, ich konnte es nicht vorbereiten. Und deswegen sitze ich jetzt erst hier und ihr müsst euch damit zufrieden geben, dass die dann später kommt. Dafür wird es heute nicht so lang. Und wir reden, und ich rede mal ein bisschen über Dinge und spiele nebenbei Pokémon. Ist doch auch was, oder nicht? Sehe ich auch so. Also fangen wir an. Trainieren nebenbei Kylie. Denn ich habe mir ja überlegt, ich weiß, ich habe immer darüber, dass wir zu viel trainieren, aber um das Projekt, nicht nur um das zu um das schön zu strecken, damit ich das dreckige YouTube-Money damit machen kann. Nein. Auch damit wir die Top 4 schlagen können. Das wäre echt extrem mein Ziel, weil ihr wisst alle, das ist meine allererste Nutzlocke-Challenge. Und zu dem Verspäten komme ich gleich nochmal. Aber das ist meine allererste Nutzlocke-Challenge, die ich überhaupt getutet habe. Ich habe erst kurz bevor ich damit angefangen habe, das auf dem Kanal zu machen, überhaupt bin ich auf die Idee gekommen, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja? Und habe daher Dinge getan, von denen ich nicht wusste, dass ich sie tun werde. Wehrt die Attacke ab. Kleinstand setzt Finale ein. Okay. Warten wir das erstmal ab, bevor ich weiterrede. Vielleicht müssen wir uns hier aufregen. Okay. Okay. Ja, schön. Danke, Kleinstand. Bam, bam, danke schön. Du mich auch. Fuck me. Fuck me real hard. Schön in den Popo rein. Na gut. Das Schicksal. Wollte eigentlich, dass ich ein Eis-Pokémon kriege und mit dem Eis-Pokémon schön Drachen-Pokémon vermöbel. Aber das Schicksal hat danach gedacht, ne, machen wir nicht. Deswegen mache ich jetzt Folgendes. Viele Sachen, ich wollte auch mal auf das Verspäten reinkommen und viele Sachen jetzt erzählen, bevor ich ausrasten muss, weil Kylie tot ist. Dazu sage ich wieder. Alles zu seiner Zeit. Erstens, Kylie ist tot. Zweitens, wir wissen noch nicht, ob Kylie tot ist, denn ich gebe euch jetzt die Möglichkeit, weil es mich fucking nochmal abnervt. Es nervt mich ab. Ich sag's euch, wie es ist. Jedes Kleinstein und auch Georock und wie die alle heißen, können Finale. Und töten One-Hit mit Finale. Und ich möchte, dass du jetzt entscheidest, ob das nicht mal final ein Ende haben soll und wir dieses Finale einfach vergessen. Vergessen es einfach, einfach die Augen zu, zählen bis drei und es ist nie passiert. Und wir retten Kylie und retten damit die Challenge. Weil wenn wir Kylie nicht retten, ich wollte eigentlich erst was anderes erzählen, aber wir erzählen jetzt das. Wenn wir Kylie nicht retten, ist diese Challenge ziemlich im Arsch. Im Popo drin. Warum? Warum ist schön im Popo drin? Erzähle ich euch. Weil ich glaube, nichts kann sonst mit Drachen-Pokémon so richtig mithalten. Ich gehe mal stark davon aus, dass sonst niemand so richtig kann. Und deswegen habt ihr jetzt die Möglichkeit, in den Kommentaren zu entscheiden, soll Kylie leben oder soll ich mich fett an die Nutzdockel-Challenge halten? Ist kein Problem, aber dann, wie gesagt, ist auch nicht schlimm. Ich wollte zu allem kommen, deswegen, vielleicht hole ich es aus. Also ihr könnt jetzt erstmal als erstes, ich weiß, das ist alles, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich die Folge nicht rechtzeitig hochziehen konnte. Alles gleichzeitig passiert und ich kann euch noch mehr erzählen. Gut gemacht mit der Ausdauer, Quiekel, ganz toll. Und das erzähle ich jetzt auch mal eben ganz schnell. Und zwar, Lyria ruft an. Oh, Dinge passieren. Ja, ihr seht es an meiner Uhrzeit jetzt. Es ist 18.22 Uhr. Hallo, hier ist Lyria. Wenn du Mogelbaum besitzt, dann nimm es einmal mit auf Route 36. Das wird sehr interessant. Inwiefern? Nun, das musst du selbst herausfinden. Okay. Ja, ich hatte eigentlich schon eine Folge. Genau um 18 Uhr aufgenommen. Deswegen gerade nochmal, ja, wir sind jetzt ungefähr um 18 Uhr da. Und fast live, aber sind wir nicht. Aus mehreren Gründen. Denn ich habe die Tonspur gelöscht, weil ich einfach extrem in Eile war. Alles blöd und nun. Naja. Dinge passieren. Wir sind aber auch nicht weit gekommen. Ich hatte nur eine 5 Minuten Folge gemacht oder 6 oder 7.
Und habe ungefähr viel von dem erzählt, was ich jetzt auch schon erzähle. Deswegen haltet ein, wenn ich ein bisschen verwirrt bin und versuche, meine Worte zu sortieren, aus mehreren Gründen. Zum einen, ich bin verspätet. Darauf komme ich jetzt zuerst. Und warum soll ich euch anlügen und in der Folge, die ich jetzt die gerade aufnehme und die jetzt eigentlich oben sein sollte, warum sollte ich sagen, da kommt jetzt irgendwas. Oder, hey, das ist eine ganz normale Folge und ich habe einfach nur vergessen, die irgendwie freizuschalten auf YouTube oder so ein Blödsinn. Nein, ihr seht mich, wie ich das Spiel spiele. Wie ich Spaß an dem Spiel habe, wie ich an dem Spiel verzweifle, wie ich jede Emotion habe mit dem Spiel. Und ich möchte natürlich diese Emotion, mein Spielgefühl an euch übertragen. Das wollte ich von Anfang an, das wollte ich von Anfang an des Kanals und daran halte ich auch immer noch fest und ich finde, das ist so meine Mission. Meine selbst eingebrannte Mission ist, ich möchte Spaß haben, ich möchte Frust haben, ich möchte Angst haben, ich möchte Ärger haben, gute Tage haben, schlechte Tage haben, ich möchte einfach nur meine Tage haben, das alles. Und das möchte ich euch gerne präsentieren und ich möchte, dass ihr einfach mein Spielgefühl mitbekommt. Ja, ob das jetzt unterhaltsam ist oder nicht, müsst ihr natürlich selbst entscheiden, aber im Grunde ist es genau das. Ich möchte, dass ihr diese Erfahrung einfach bekommt, wie sie ist. Ja? Einfach, ungebremst, alle meine Emotionen. Ja? Meine guten, meine schlechten Tage, mein Witz, mein Humor, manchmal auch nicht mein Humor. Einfach alles möchte ich, dass ihr das so mitkriegt, wie ihr das gewohnt seid von mir. Oder halt, möchte ich euch gerne so mitgeben, sagen wir es mal so. Ich möchte ehrlich mit euch sein, weil es lohnt sich nicht, euch anzulügen. Wie zum Beispiel, ich habe es jetzt verkackt, dass es zu meiner normalen gewohnten Zeit kommt. Ne? Ich möchte einfach ehrlich sein. Ich möchte auch bei der Nutzlocke-Challenge ehrlich sein. Ich habe jede Sekunde, die ihr gesehen habt, außer ich bin von A nach B geflogen, offensichtlich, die habe ich hier aufgenommen. Wenn ein Pokémon gestorben ist, dann ist das Pokémon gestorben und ihr wart dabei. So ist es einfach. Jetzt habe ich natürlich... Jetzt gehen wir erstmal dahin zurück. Deswegen ist jetzt auch keine Tode, aber ich habe es erstmal nur verschoben und nicht gelöscht, weil ich finde, an diesen ganzen Finalsachen scheitert extrem das ganze Projekt und ich meine, ich bin nicht der super beste Pokémon-Spieler, den es gibt, aber ich habe sehr viel Spaß an der Nutzlocke-Challenge und ich verzweifle sicherlich nicht daran, weil ich ein super schlechter Spieler bin, sondern ich verzweifle auch zum Teil daran, weil ich einfach so wenig Erfahrung habe. Und ihr seid auch mein... Ja, ihr seid nicht nur die Leute, die das eventuell genießen und gerne zuschauen, sondern ihr seid auch mein Testpublikum, um zu schauen, ob sich das überhaupt lohnt, eine Nutzlocke-Challenge zu machen. Und alle Erfahrungen, die ich jetzt sammle ich durch eure Tipps in den Kommentaren und durch das Spielen jetzt gerade davor. Und wenn ich Fehler mache, dann kriegt ihr die einfach mit. Ihr kriegt die mit, ungebremst, zwar nicht live, aber ungebremst. Und seid euch sicher, ich habe Blut geleckt an so einer Nutzlocke-Challenge. Egal, wie diese jetzt ausgehen wird und egal, ob jetzt Kai überleben soll oder nicht, bitte, wie gesagt, wenn ihr nichts schreibt in den Kommentaren, dann werde ich einfach davon ausgehen, ich soll die Nutzlocke-Challenge so machen, wie sie geplant ist. Werde Kai den nicht wiederbeleben. Und wieder nicht zurück aus dem Jenseits holen. Und gehe dann davon aus, dass wir es so versuchen, bestmöglich versuchen werden. Ja, und dann scheitern oder gewinnen, wie das auch kommt. Ja, das ist dann die eine Sache. Und danach wird höchstwahrscheinlich erstmal eine Runde nicht sofort wieder eine Nutzlocke-Challenge kommen, weil man muss sich auch mal erholen vom Stress. Dann werde ich höchstwahrscheinlich Zelda machen, da haben viele nachgefragt. Ich werde mir einen schönen Zelda-Titel raussuchen. Danke fürs Finale, Georg. Ich habe echt... Gib dem Finale keine Chance. Mach, dass das Finale aufhört. Niemand will, dass etwas endet. Ja? Ist auch so. Und ich möchte auch nicht, dass etwas endet. Also, fucking Finale. Ja, dann wird erstmal irgendwie schön Zelda kommen für die Nutzlocke-Challenge. Egal wie sie endet, egal wann sie endet, damit ihr nur Bescheid wisst. Ich habe mich dafür entschieden, dass auf jeden Fall dann Zelda kommt. Und dann irgendwann wird nochmal eine Nutzlocke-Challenge kommen von einem Pokémon-Teil. Ich gehe davon aus, dass es aber dann ein älterer Teil ist wieder. So wie auch dieses hier nur eine Neuauflage ist, werde ich dann entweder mir Neuauflagen machen von Grün, von Blau und Rot, das irgendwie Blattgrün heißt, obwohl es eine blaue Edition war im Deutschen, aber hey, also Blattgrün oder Feuerrot oder irgendwie sowas wie, das auch in diesem Stil ist, ich glaube, das ist, Diamant und Saphir oder wie die heißen, wo man das mit der Geheimbasis machen kann und mit den zwei verschiedenen Fahrrädern, mit dem Eilrad und dem Parkour-Stuntrad oder wie das immer heißt, das fand ich noch ganz cool, das hat auch Spaß gemacht zu spielen, da gibt es auch tolle Pokémon wie Zickzacks und wie die alle heißen.
Und die Edition finde ich auch ganz gut. Sowas wird dann irgendwie kommen. Oder vielleicht ist nur ein Vorschlag, welche Edition ich machen soll. Auch gerne gesehen. Aber ja, ich möchte euch einfach ein Spielerlebnis geben. Und ich möchte auch immer ehrlich versuchen, ehrlich zu sein. Ihr mich... Ich finde es manchmal ein oder andere Ecke traurig, extrem traurig, wie viele Leute hier auf YouTube oder generell, es geht nicht um YouTube, es geht wirklich nicht um YouTube, es geht generell ums Leben, weil das ist einfach meine Denkweise nach den vielen Lebensjahren und den vielen Erfahrungen, die ich machen durfte, ist es eigentlich meine Denkweise geworden. Boah, Level 27, fett. Ich habe keinen Grund und ich sehe es nicht für nötig, jemanden zu belügen, jemanden zu betrügen. So einfach ist das Ganze. Wenn ich sage, das ist eine schlechte Folge, dann ist das einfach eine schlechte Folge. Und wenn das und das in dieser Folge passiert, dann passiert das und das in der Folge. Und ich klebe da ein Bild drauf von, wow. Wir sollten vielleicht abhauen sogar. Ja, wir sollten definitiv abhauen. Ich klebe jetzt ein Bild von YouTuber mit 1 Million Abo- YouTuber X mit mehr als 1 Million Abonnenten. Einfach auf den Thumbnail draufkleben tue ich das. Ja, und schreibe in den Titel irgendwas rein, was zum Bild passt. Und red dann in einem Wort in meinem ganzen LP einfach nur, am besten am Anfang, über ein Wort, über diese Person. Und clickbaite mir dann und YouTube whore ich mich da komplett durch, ja. Und ernte eh, das Einzige, was ich davon ernte, ist Hate, ja, und Verachtung. Und das möchte ich einfach nicht. Und warum auch? Weil ich habe keinen Grund, euch anzulügen. Weil wenn ihr den Scheiß mögt, den ich mache, dann guckt ihr euch den Scheiß an. Und wenn ich euch belüge mit meinem Scheiß, dann guckt ihr euch meinen Scheiß nicht mehr. Und was ich eigentlich möchte, ganz tief in meinem Herzen, dass ihr das anschaut, was ich mache, weil euch das gefällt. Einfach nur, weil euch das gefällt. Nicht, weil ihr euch gezwungen fühlt oder irgendwie, weil irgendwas ist oder weil Pokémon oder so. Pokémon gibt es auch bei vielen anderen Kanälen. Das ist definitiv kein Grund, mein Pokémon zu schauen bei mir. Ich denke mal, und ich hoffe, es liegt auch zum Teil daran, dass der Ustra quatscht. Ne? Und deswegen habe ich irgendwie keinen Grund. Und ich sag, die Folge ist zu spät da. Verdammt. Wie kann das denn nur sein? Ja, Pokémon gehen drauf. Dinge passieren und das ist so eine traurige Folge irgendwie. Ich möchte die auch nicht zu lange machen, weil ich möchte die euch natürlich auch zeitnah geben, weil Dinge passieren. Aber ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal sagen, ich möchte ehrlich mit euch sein. Punkt. Das war's. Und wenn euch mein Scheiß gefällt, geil. Und wenn euch mein Scheiß nicht gefällt, ist auch cool. Weil dann gibt es definitiv genug Sachen, die dir gefallen. Und wenn ich nicht dabei bin, ist es fair. Das ist einfach nur fair und alles ist gut. Punkt. Entscheidet über Kylies Schicksal. Ich habe genug geredet. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das gemacht hat, weil ich irgendwie so ein Kauderwelsch aus dem Grundgedanken nehme, den ich schon in der letzten nicht vorhandenen Folge, die vor 20 Minuten ungefähr war, kommt und dem neuen Scheiß, der jetzt eingeflossen ist und Kylies Tod. Ja, entscheidet über Kylies Tod und über den Fortbestand der Nutzlocker-Challenge. Ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Einblick nochmal mehr hier rein. Und ich kann euch einfach nur sagen, es ist, wie es ist. Und manchmal hat man gute Tage, manchmal schlechte Tage, manchmal Stress, manchmal einfach nur seine Tage. Tage. An diesem Tag sage ich auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein, wenn es ein bisschen geregelter ist und dann das auch wieder alles vernünftig kommt. Aber für diesen Tag habe ich irgendwie nicht mehr zu bieten. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.